Nachhaltigkeit heißt für uns, mit den vorhandenen Ressourcen, also sprich mit dem Boden und dem Wasser und allen Produktionsbedingungen, die wir haben, gewissenhaft umzugehen, sparsam umzugehen, dass wir ordentliche Fruchtfolgen einhalten, dass wir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger verantwortungsvoll handhaben. Und ja, das verstehen wir im Wesentlichen unter nachhaltigem Wirtschaften. Ja, wir stehen hier auf einem Kartoffelfeld. Hier haben wir Anbausortenversuche für Fanny. Und wir analysieren zusammen mit Fanny, welche Sorte baut sich hier gut an, wächst hier gut. Und ja, wichtig ist natürlich, dass Fanny damit auch die entsprechenden Produkte herstellen kann. Stichwort Nachhaltigkeit fällt mir natürlich noch ein, dass wir bei der Produktion von unseren Kartoffeln ja nur die Mittel einsetzen, die natürlich zugelassen sind und auch nur in den absolut notwendigen Gaben. Wir haben natürlich bei allen Kartoffelflächen an den Ecken, wo eben keine Kartoffeln wachsen können, aufgrund der doch manchmal etwas größeren Technik, die wir einsetzen, haben wir dann auch Zwischenfrüchte, Phacelia und dergleichen angebaut, um diese Flächen nicht brach liegen zu lassen. Und wenn es eben auch nur 100 oder 200 Quadratmeter sind, auch die kann man ja bestellen. Eine Monokultur ist nicht nur für die Kartoffel schädlich, auch für andere Kulturen. Wir kennen die Diskussion beim Mais. Wir bauen eigentlich als Vorfrucht für die Kartoffel auch eine Zwischenfrucht an. Das heißt also, wir lassen den Boden nicht schwarz liegen, sagen wir, sondern wir begrünen ihn und über Winter friert er ab, diese Zwischenfrucht, und im Frühjahr kommt dann die Kartoffel darauf, sodass wir immer dagegen wirken, gegen die Erosion, und damit wir natürlich auch nachhaltig unsere Kartoffel produzieren können.